Fortschritt werden von hier aus auch Tagesausflüge angeboten. Unter anderem in die Umgebung oder mit Sonderzügen Richtung Berlin und Hamburg. Und direkt vor uns sind auch gerade zu sehen im Wechsel die beiden Stromfähren Warnow und Breitling, dessen Linie wir auch in Kürze kreuzen werden. Von diesen beiden Fähren kennen wir zum Hauptverkehrsbelastungszeiten für zwei zwischen Warnemünde und Hohe Düne. Und über die Bilderstraße in Hohe Düne können wir noch weiterfahren Richtung Rhein-Müritz, da Stralsund oder auch die wunderschöne Insel Rügen. Und mit Hilfe der beiden Stromfähren erspart man sich von Warnemünde ausgerechnet einen Umweg von ca. 30 Kilometern. Und wir kommen dann jetzt auch schon zum ersten von unseren beiden heutigen Kreuzfahrtschiffen, die Costa Pavlova. Und die Pavlova ist hier 290 Meter lang, 35,5 Meter breit und mit einem Tiefgang von 8,30 Meter. Wir brauchen auch sehr eine Reisegeschwindigkeit von bis zu 23,3 Meter. Nimmt insgesamt 3.800 Passagiere mit an Bord, die aufgeteilt sind auf 1.508 Kabinen. Und die Crew der Pavlova ist dann nochmals 1.110 Mann stark. Und sie wurde im Jahre 2011 an einer italienischen Werft gebaut und fährt auch unter der Flagge von Italien.